Matchday live aus dem Deutsche Bank Park. Eintracht Frankfurt spielt gegen Werder Bremen. Es ist das heutige Topspiel um 18.30 Uhr. Und wir machen euch heiß mit folgenden Themen. Dämpfer ja, Frust nein. Was die Eintracht heute besser machen muss als in Köln und auch besser machen wird. Außerdem, Bremen kommt und Deutschlands effektivste Neun. Was Niklas Füllkrug so stark macht und wie man ihn stoppen kann. Dazu einer, der die Eintracht-Geschichte mitgeschrieben hat, gegen Bremen in der Bundesliga und auch in Europa, unter anderem gegen Neapel. Heute bei mir im Studio, ich begrüße ganz herzlich Ralf Falkenmaier. Schön, dass du da bist. Gute. Hallo, servus. Erstmal Gratulation, vor einer Woche 60 geworden. Danke. Happy Birthday noch nachträglich. Dankeschön. Du hast hier im Museum gefeiert. Ja. Welche deiner alten Weggefährten waren denn da und wie war die Party? Erstens muss ich sagen, ich wusste überhaupt nichts davon. Es war eine riesen Überraschung für mich und ich habe mich auch sehr gefreut. Und Werder war dabei, der Andi Möller kam, Charlie, dann Uwe Bindewald, Manny Binz. Zum Schluss kam noch Litti, aber der kam ein bisschen später. Der hat gedacht, wir würden um drei anfangen, aber da waren wir schon fertig. Nein, aber war eine schöne Erinnerung und Kalmund hat eine E-Mail geschrieben oder Michael Rummenigge hat sich zu Wort gemeldet. Also Bunkuncha. Es ist schön. Also war herrlich, so ein bisschen super. Nostalgie. Rudi Völler. Wenn man diese alten Weggefährten hört und man so zurückdenkt in die Zeit, in der du aktiv warst. 385 Spiele für die Eintracht hast du absolviert. Da bist du unter den Top 5. Also insgesamt der 385 Spiele. Ja, genau. Ja. Top 5 der Eintracht-Spieler, also deswegen Eintracht-Legende bei uns im Studio. Wir sprechen natürlich über deine Zeit bei der Eintracht, über das Spiel gegen Neapel damals, über die Duelle gegen Werder Bremen, weil Bremen heute Gegner ist. Und schauen erstmal auf das Hinspiel, denn das war spektakulär und es wurde natürlich bestimmt von den beiden Offensivreihen und den Top-Stürmern beider Mannschaften. Herzlich willkommen von der Weser. Ein Jahr ging es nicht nach Bremen. Aufgrund des Abstiegs. Kolumuani wird verfolgt zu Veljkovic. Kolumuani setzt sich durch, kommt auf die Grundlinie. Moani jetzt den Ball in den Rückraum. Achtung, eine Schussmöglichkeit für Götze. 1:0! Die Eintracht geht in Führung. Beide Hände nach oben, linker Fuß, mit Zug weg vom Tor. Also ich habe gedacht, hier wird gefährlich, hier geht im langen Pfosten, aber geht dann doch raus. Bittencourt nochmal mit der Flanke. Dicker, schlecht abgewehrt. Und da ist das 1:1. Stark dann aus würde Friedl, nee, Fuchs macht ihn auf den Kurzel und er ist das gibt's drin. Nicht, das gibt's nicht. Bittencourt köpft ihn rein. Kolumani gegen zwei Mann auf der halbrechten Seite. Kolumani, am ersten ist er vorbei, der zweite kommt dazu und trotzdem macht er das Tor. Kolumani, was für ein Tor, 2:2. Was ist denn der Typ für ein Monster, Kolumani? Ja, denke, da hast du noch gegen zwei. Ja, da kommt der Erste, den lässt er stehen. Da kommt der Zweite, den lässt er stehen. Dann hat er ein bisschen Glück. Mit dem linken Fuß geht der Ball dann links oben ins Eck rein. Lindström kommt über rechts. Lindström geht wieder in den Strafraum. Lindström im 1 gegen 1 und jetzt macht er ihn! 3:2! Jesper Lindström! Rondal Kolo Moani. Der kommt über links, will dann ins 1 gegen 1. Ist schon an der Strafraumkante. Moani geht rein. Spiel auf Kamada, der im Rücken zum Tor. Kamada sucht einen Ableger. Kamada, Schussmöglichkeit. Oh! 4:2, Gibril Sow! Er läuft ihm in die Hacken. Er trifft nah und bei dem Tempo kommt er zu Fall. Das reicht mir einfach nicht für einen Elfmeter. Er gibt Elfmeter, ja. Finde ich lächerlich. Füllkrug läuft an, Füllkrug verzögert, schießt links unten rein. Füllkrug schießt flach. Links unten, 3:4, also somit doch nochmal irgendwie Spannung. Und das Spiel ist jetzt aus. Eintracht gewinnt in Bremen. Was war das für eine Leistung? Ein brutaler Kampf. Ein brutaler Kampf und auch eine Erlösung, Ralf, wenn man diesen Saisonstart anschaut. Erst gegen die Bayern die Packung bekommen, dann gegen Hertha und Köln nur unentschieden und dann in Bremen dieses knappe Ergebnis und der erste Saisonsieg. Wie war dein Eindruck nach den ersten paar Spielen in dieser Saison? Oh, hab ich gedacht, oh je. Also war nicht so optimaler Verlauf, aber die haben mich ja dann noch gefangen. Also es war ja ein super
Spiel, ne? Ja, auch für die Zuschauer auf jeden Fall auch. Innerhalb dieses Spiels und auch in den Folgespielen. Man hat gegen Leipzig dann gewonnen, man hat die wichtigen Spiele auch gegen Union dann erfolgreich bestritten. Und dann wieder, so sagen viele, typisch für die Eintracht, Pleiten gegen Wolfsburg. Wolfsburg hatte noch gar nicht gewonnen in dieser Saison und gegen Bochum auch verloren. Warum hat die Eintracht diesen Diva-Ruf, dieses Diva-Dasein? Das gab es ja unter euch damals. Das war ja damals schon bei uns so, also dass wir die Diva waren vom Main. Und das ist heute noch so. Also ich meine, jeder Gegner ist ja auch anders, die spielen auch anders. Und die Eintracht hat also eine Entwicklung gemacht, die Mannschaft. Ne? Und das dann immer wieder zur Entwicklung, genau, immer wieder ein paar Dämpfer. Ne? Ja, klar. Und das war also top. Also die können, auf jeden Fall alle können zufrieden sein mit der Leistung, was die Eintracht macht. Ja. Spielt momentan auch. Und Oliver Glasner hat auch gesagt, dass diese Pleite jetzt in Köln eigentlich umhauen wird. Das ist ja schon mal das Wichtigste. Da wird man wieder den Schalter umlegen können, die Lehren daraus ziehen. Aber wenn man das Köln-Spiel anschaut, muss man schon ehrlich sagen, Köln hat es clever und einfach gemacht, die Eintracht zu oft zu kompliziert. Wie kriegt man das in die Köpfe der Spieler, zu sagen, ihr seid eigentlich die Besseren, spielt doch mal einfacher. Ja, okay, aber das war ja bei uns damals schon so, wenn man so nur 2-3% den Gegner unterschätzt, dann verliert sie an die Qualität und dann passiert so Spiele. Es war bei uns auch so. Die vermeintlich leichteren Gegner waren für uns immer die schwierigsten, weil du musst dich auch drauf einstellen. Also, und wenn du auch nur im Kopf die 2-3% dir fehlen, das macht schon viel aus. Gerade auf diesem Leistungsniveau. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da muss ich aber fragen zum heutigen Spiel, wenn man heute Bremen hat und am Dienstag Neapel herkommt, ist es dann nicht wieder so ein typisches Spiel, wo die Spieler sagen könnten, heute mal 97%? Nein, nein, nein. Warum? Ich glaube nicht. Also heute der Trainer, ich glaube an dem, ist ein sehr guter Trainer, eine sehr gute Mannschaft, was die Eintracht ist, und haben auch super Fans. Also der tut sie schon richtig einstellen, damit heute nicht so ein Spiel passiert wie vielleicht gegen Köln. 18.30 Uhr geht's los. Wir haben mit Jesper Lindström sprechen können, was denn das Wichtige bei dieser Partie gegen Werder Bremen heute sein wird. Zur Erinnerung, die Eintracht hat 10 Kopfballgegentore kassiert und Bremen hat 8 Kopfballtore geschossen. Aber nicht nur darauf muss man aufpassen. I can only talk about like our last game. I think scored some set pieces, so of course set pieces are they're very strong. And we give a lot of goals on set pieces, so I think we have to take care of those. And yeah, but I think we are a better team. And for me we have the eager to win this game because of the last game against Cologne, I think we played good. We created chances, but we needed the last pass, we needed the last run. So our offensive parts, we trained a lot. And yeah, of course, how we defend and how we attack, it's important for us to play our game and not focus on what they do. And I think we do it every week because we know that we are a strong team and we know that if we play and like 100%, we will beat any team in the world almost. So I think we need to think about what we do and not what they do. Mir persönlich gefällt das sehr hervorragend, dass Jesper Lindström die Traute hat zu sagen, wenn wir gut drauf sind, können wir im Grunde jedes andere Team auf dieser Welt schlagen. Ist das so? Wenn ja, warum, Ralf? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, man kann jeden schlagen. Jede Mannschaft ist schlagbar. Es kommt immer auf die Einstellung drauf an und auf Selbstvertrauen. Also, und die Eintracht hat das Selbstvertrauen. Also die können jeden schlagen. Es wird zwar schwer, egal gegen welchen Gegner, aber es ist machbar. Vor allem heute gegen Bremen und am Dienstag gegen Neapel. Wir schauen mal auf die mögliche Aufstellung gegen Bremen heute. Mögliche Aufstellung, na, wir wissen sie noch nicht wirklich. Trapp im Tor, ich glaube, da brauchen wir gar keinen großen Hehl draus machen. Der wird zwischen den Pfosten stehen. Wenn wir jetzt in die Dreierkette schauen mit Tuta Jakic, den wir da gerade zentral aufgeboten haben, und ein Dicker. Jakic oder Smolcic ist so ein bisschen die Frage, weil Hasebe jetzt einige Spiele gespielt hat. Nicht mehr der Jüngste ist, obwohl er fit ist, das wissen wir alle. Auf wen würdest du heute da setzen? Auf Jakic oder auf Smolcic in der Zentrale? Ich würde sagen, man braucht einen kopfballstarken Spieler in der Innenverteidigung. Aber genauso wichtig ist es, dass man über die Außen die Flanken verhindern kann gegen so eine kopfballstarke Bremer Mannschaft. Also kopfballstarks wären demnach Jakic und Smolcic. Ja. Es ist sogar möglich, dass Smolcic zentral in der Dreierkette spielt und Jakic dann davor. Davor sieht es
möglicherweise so aus. Buta auf rechts, könnte aber auch Knauf spielen, denn Buta hat jetzt auch einige Spiele und Dienstag ist das nächste schon. Könnte auch Knauf rechts draußen spielen. Kamada, So. So hat schon die vierte gelbe Karte. Wäre auch eine Möglichkeit, dass Jakic da an der Stelle spielt. Philipp Max auf der linken Seite. Davon können wir relativ sicher ausgehen. Und vorne mit Lindström, Kolo Muani und Mario Götze ein Dreigestirn. Wenn ich darüber spreche, was macht das mit dir, wenn du so drüber nachdenkst? Vor ein, zwei, drei Jahren war es immer so, die Elf war eigentlich relativ klar. Jetzt hat die Eintracht so einen breiten und so einen starken breiten Kader, dass man eigentlich gar nicht mehr ausrechnen kann, wer da jetzt wohl spielt. Ja, das ist ja der Vorteil der Eintracht dann. Also die haben, wie gesagt, in den letzten Jahren einen riesen Sprung gemacht, was die Qualität der Mannschaft bedingt. Und umso größer die Qualität der Mannschaft ist, umso breiter, umso besser ist, kann man auch, ist für einen Gegner schwer einzuschätzen, sich einzustellen, weil die Eintracht kann die Spieler kompensieren. Also man kann sich austauschen und da kommt der Nächste dann und ist genauso stark wie der Vorhergehende. Und man kann, kann die Spieler so einsetzen, wie man sie gerade gegen den speziellen Gegner braucht. Das hat unter anderem Erwin Skeler im Herzen von Europa hervorragend analysiert. Da könnt ihr auf YouTube oder auf Eintracht TV mal nachschauen. YouTube, Eintracht TV sind auch die Stichworte für unser nächstes Thema. Wir haben gerade über Jakic und Smolcic gesprochen, denn beide sind die Hauptdarsteller im neuen Adlerträger, jetzt schon auf Eintracht TV Plus für euch zu sehen. Christian, wer hat heute besser trainiert? Ich. Ist dein Bruder, stimmt. Ja, hallo. On the side, zero, short. And up a little bit, not too much, but. Ja, ne, Bruder, wie immer, du Post. Jakice! Heide! Eine Position, die Christian nicht spielen kann. Kurti Nesna Schigre. Aje, warte! Was ist das? Was da, wie brate, Nesna? Na terenu! Pa gol, ma brate, pa ko ne zna krilo igra? Okay, enough, hey, guys. Još, još. Da je. A gdje, pa još sam se skrivo. Offside, brate, gled. Desperate. Evo, da što malo pojest, trebaju snimit nešto. Die beiden Kroaten also im Porträt für euch anzusehen. Der Spieltag diesmal so aufgegliedert, die Eintracht natürlich mit dem Topspiel 18.30 Uhr gleich. Gladbach-Bayern, auch ein Topspiel. Wolfsburg-Leipzig, Bochum-Freiburg, Stuttgart-Köln. Gestern hat Augsburg schon mit einem späten Treffer Hoffenheim geschlagen und die drei Sonntagspartien, die seht ihr ebenso. Die Tabelle aktuell vor diesem Spieltag, beziehungsweise inklusive des 1:0 der Augsburger gegen Hoffenheim, sieht aktuell so aus. Die Eintracht auf Rang 6. Es ist ein eminent wichtiges Spiel, um dieses Saisonziel Europa zu untermauern und vielleicht an die Top 4 ranzukommen. Deswegen müssen die Bremer auf Rang 9 doch eigentlich geschlagen werden. Als Aufsteiger Neunter zu sein, ist eigentlich eine coole Sache. Aber sehen das die Bremer selbst auch so, Marc Hindelang? Eigentlich können sie in Bremen mit dem Saisonverlauf zufrieden sein. Selbst die kurze Delle mit 4 Niederlagen rund um die Ligapause, darunter das 1:7 in Köln, haben sie weggesteckt. Nach Siegen gegen Wolfsburg und Stuttgart gab es zuletzt das 0:2 gegen Dortmund. Kann einem Aufsteiger mal passieren, sagt der Trainer. Du brauchst gegen so eine Mannschaft eine Leistung, die über 90 Minuten absolutes Top-Niveau ist, um sie dann am Ende auch schlagen zu können. Das hatten wir heute nicht. Das gilt es dann eben gegen Frankfurt, ähnliches Kaliber, logischerweise besser zu machen. Vielen Dank. Einer sah das anders. Grenzen seien aufgezeigt worden. Schlecht sei vor allem das Angriffsspiel gewesen. Vielleicht logisch, dass das ein Stürmer sagt. Nein, der Stürmer von Werder Bremen, Niklas Füllkrug. Wenn einer das sagen darf, dann der Mann, der einen märchenhaften Aufstieg hinter sich hat. Nach dem Abstieg. In Liga 2 erst suspendiert wurde, dann Werder wieder hochgeschossen hat. 10 Tore bis zur WM, zu der er nach dem besten Jahr seiner Karriere mitfahren durfte.
Ja, mich freut es, wenn meine Leistung anerkannt wird, natürlich auch vom Nationaltrainer, da brauchen wir nicht drüber reden. Wer weiß, wie diese Weltmeisterschaft für Deutschland verlaufen wäre, hätte er mehr Spielzeit gehabt. Die Sympathiewerte für den 30-Jährigen blieben aber hoch. Herrlich, authentisch und am Boden geblieben ist er, der Mann mit der Zahnlücke, der weiter die Lücken in der gegnerischen Abwehr findet. 13 Mal inzwischen Bestwert der Bundesliga, vorzugsweise zum 1:0 und per Kopf. Höchste Gefahr für unsere in der Luft und bei Standards anfällige Eintracht. Niklas ist vollkommen unverändert, macht seinen Job, konzentriert sich auf seine Arbeit, ist so wie er ist. Das ist gut für uns, das bringt uns eine gewisse Emotionalität einfach auch auf dem Platz, in der Arbeit, in der täglichen Arbeit. Das tut der Gruppe gut. Mit Marvin Ducksch bildet Füllkrug das, was man früher mal klassisches Sturmduo nannte, das jetzt mit Maximilian Philipp noch ergänzt wurde. Ein wertvoller Backup. Breite im Kader ist ohnehin wichtig beim Aufsteiger, denn zuletzt gab es immer wieder mal Ausfälle, sei es verletzungsbedingt oder durch Gelbsperren. So werden heute mit Mitchell Weiser, der eine Top-Saison spielt, und Leonardo Bittencourt zwei wichtige Leistungsträger ausfallen. Wir als Mannschaft spielen, glaube ich, im Moment einen ganz guten Ball, haben viel Spaß, man freut sich auf jedes Spiel. Denn der viermalige deutsche Meister wird auch weiterhin die Art Fußball spielen, für die Werder bekannt ist. Mutig nach vorne, denn da lauert Lücke. Aber genau deshalb gibt's halt hinten vielleicht auch andere Lücken. Ein Nationalspieler, Niklas Füllkrug, im Sturm des Gegners. Er hat sich einige Sympathien reingeholt, weil er nicht gespielt hat bei der WM oder zu wenig gespielt hat bei den deutschen Fans. Hier mal die Stats bei ihm seit 2019 bei Werder Bremen, führt mit 13 Toren die Torschützenliste an, traf bei der WM eben zweimal in drei Spielen, das ist stark, und wird liebevoll Lücke genannt, weil er hier eine Zahnlücke hat, die man jetzt hier nicht sieht. Ralf, was macht ihn in deinen Augen so stark, so wertvoll für Bremen und auch für den DFB? Ja, der ist ein super Spieler, also der steht am richtigen Fleck. Mhm. Er ist stark, er ist willensstark, er ist kopfballstark, er ist schussstark, also ist ein top, optimaler Torjäger. Auch mit tollen Laufwegen und ergänzt sich auch mit Ducksch hervorragend, muss man sagen. Ist auf jeden Fall, man sagt ja immer so gerne, eine Lebensversicherung für die Bremer, gerade im Angriff. Allerdings muss man bei Werder auch sagen, sie liefern extrem schwankende Ergebnisse ab. Jetzt zuletzt gegen Borussia Dortmund, da hat man ihnen vielleicht mehr zugetraut, aber haben sie verloren. In den Spielen davor konnte man sie nie so wirklich ausrechnen. Was sagt diese Inkonstanz über diesen Verein, über diesen Gegner aus? Ja, also die Qualität ist anscheinend dann doch nicht so stark, ne, wie man es sich vielleicht vorstellen würde. Oder sonst würden sie nicht so Schwankungen haben. Aber das, wie gesagt, wenn sie noch stärker wären oder die Mannschaft noch mehr Qualität hätten, dann würden sie noch konstanter spielen, dann würde es auch nicht so immer auf und ab gehen. Liegt vielleicht auch daran, dass aktuell sehr viele Spieler verletzt sind. Weise wird nicht spielen können, Bittencourt wird nicht spielen können, Groß ist krank. Wir haben die Aufstellung der Bremer jetzt auch vorbereitet, so könnte das Ganze heute aussehen. Pavlenka, ein durchaus solider Torhüter. Für mich ist interessant, dass sowohl Friedl als auch Veljkovic eigentlich den linken Part in der Dreierkette spielen können. Pieper, den wir jetzt nach rechts geschoben haben, ist eigentlich auch ein Innenverteidiger. Den Bremern geht so ein bisschen das Personal aus. Ja. Auf wen muss man denn, abgesehen von Füllkrug und Ducksch, so aufpassen, oder wo siehst du vielleicht sogar Schwächen bei Werder Bremen? Ich würde sagen, man muss auf, egal welcher Spieler jetzt da spielt, man muss auf jeden aufpassen, weil Fußball spielen können sie alle, sonst würden sie nicht in der Bundesliga spielen. Ja, aber wie gesagt, man darf den Gegner nicht unterschätzen und nicht jeden einzelnen Spieler. Also jeden einzelnen Spieler muss man respektieren und vor allem immer wahrnehmen, als wäre man bei 100%, damit man da auch demütig an die Sache rangeht und dann auch liefert, weil die Eintracht unterm Strich schon die bessere Mannschaft ist. Was ist, Ralf, am 9.3.1984 Besonderes passiert? 9. Weißt du das noch? 84? Nein. Ich kann es dir sagen. Also ich frage mich, was du da zum Frühstück hattest, denn du hast 23 Mal gegen Werder Bremen gespielt, hast zwei Tore geschossen und beide am gleichen Tag. Dieser 9.3., da sind wir, die Tore, die da eingespielt werden. Zweimal gegen Werder getroffen, das waren deine Saisontore 3 und 4 damals. Hier, 5 Gegner vor dir. Das war da kommst du. Ins Bild, da ist er jetzt. Mit rechts. Mit der 10. Ja. Wie oft hast du die 10 bei der Eintracht getragen? Zählst du? Nicht so oft wie die 7.
nicht so oft wie die 7. Das hat mich gewundert, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Ja. Die 10 auf deinem Rücken, aber das sicher, war noch am Anfang. Sicher schöne Erlebnisse, wenn man die ja, auf jeden sieht, Fall, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es sieht man, ist immer wieder schön, wenn man so Spiele sieht und die Tore, wo man hat, so viele Tore waren es ja nicht. Ne? Oh. Es waren schon ein paar, ja, aber umso schöner ist es ja, wenn man sie nochmal sieht. Immer wieder schön ist auch das Richtige, ja. Um den nächsten Beitrag anzumoderieren, denn immer wieder schön, wenn man von alten Weggefährten Botschaften bekommt. Ja. Wir haben eine Botschaft für dich, die wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Servus Falke, nachträglich nochmal alles Gute zum Geburtstag. Ich hoffe, die Kids haben dir einen schönen Tag bereitet. Ich wäre gern dabei gewesen bei der Feier, hatte aber Testspiel mit meiner neuen Truppe. Ich sitze auch jetzt hier in der Kabine, die Jungs sind gerade zum Waldlauf aufgebrochen. Und ich weiß ja, dass du heute zu Gast bist bei der Eintracht. Und ich bin jetzt auch gebeten worden, nochmal was zu schicken bezüglich Anekdoten von Ralf Falkenmeier. Es gibt da jetzt nicht tausend Sachen. Du warst ja kein Feierbeast, du warst ja abends, wenn wir unterwegs waren, selten dabei. Aber ich erinnere mich noch an unsere Waldläufe mit Jörg Berger. Und meine Jungs sind jetzt auch gerade im Wald. Komischerweise hatten wir immer nach unserer Runde 160er, 170er Puls. Aber Falke, die Maschine, hatte immer 120er Puls. Jetzt kannst du deinen Leuten mal erklären, wie das zustande gekommen ist. Ne? Wir haben immer gefragt, wie sowas möglich ist. Vielleicht kannst du es mal aufklären, dieses Rätsel. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag, macht ein schönes Interview oder was immer ihr dann veranstaltet heute Abend oder heute Nachmittag. Und dann hoffentlich bis bald mal, Falke, bei den Eintracht-Oldies. Wir vermissen dich da schon. Ich meine, wir sind auf der 6 ganz gut besetzt, aber so einen Strategen wie dich haben wir halt nicht in der Mannschaft. In diesem Sinne, eine gute Zeit, Männer. Ciao, Falke. Sagt Ralf schön. Weber, schöne Grüße an dich. Ja, ja, man hat sie auch angesehen, man sieht es dir jetzt noch an, dass das Gesicht strahlt und das ist so ein ehrliches Strahlen. Jetzt musst du uns aber die Geschichte erklären. Wie kann es sein, dass die anderen 40, 50 Herzschläge mehr haben als du, wenn es aus dem Wald kommt? Hast du irgendwo pausiert heimlich? Oder? Nein, damals Laufen hat mir sowieso nie was ausgemacht früher. Mhm. Und als Kind in Niederursel, wo ich noch gespielt habe, wo ich angefangen habe, Fußball zu spielen, habe ich dann so ab der B-Jugend immer 2 Spiele gemacht, einmal erst in der B-Jugend, dann in der A-Jugend habe ich die Spiele gemacht. Ja, und das hat mir so, also auf jeden Fall nicht geschadet. Und dann durch meine Ausbildung als Schwimmmeistergehilfe hatte ich auch noch Schwimmtraining gehabt, 3-mal die Woche. Es war immer, ich wollte nie ins kalte Wasser, aber gut. Ich musste. Und das hat mir, also muss ich sagen, war kein Nachteil für mich. Du hast 1994, wir haben da ein paar Fotos vorbereitet und auch ein paar Bilder von dir vorbereitet, wie du Fußball gespielt hast bei der Eintracht, wie du getroffen hast. Wie würdest du dich als Spieler bezeichnen? Was warst du für ein Spieler? Was war deine Kernkompetenz oder Kernqualität? Also ich wollte eigentlich überall auf dem Platz sein, bin viel gelaufen, war mir für keinen weiten Weg zu schade. Ja, und ja, wie gesagt, mir hat das Laufen nichts ausgemacht und ich war immer für anderen da. Ich habe die Räume zugemacht oder habe auch, ich wusste immer vorher schon, wo der Ball, also meistens hinkam, so antizipieren. Ja. Genau. Und das war so mit meinen Stärken. Hat dich auch in die Nationalmannschaft gebracht. Wenn wir jetzt Ralf Weber gehört haben, der wird am Dienstag gegen Neapel, wird er bei uns bei Eintracht FM kommentieren. In Matchday in unserer Sendung hier wird Maurizio Gaudino zu Gast sein. Wenn du dich mit Weber und Gaudino vergleichen würdest, wo sind Parallelen zu wem und wo sind Unterschiede? Ja, man kann es nicht vergleichen. Also Ralf Weber ist ein ganz anderer Typ. Also ich sag mal, er ist Kopfballstärker. Dann auch, Zweikampfstärker, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber er hat sehr anders gefühlt. Und Mauri genauso. Also der Mauri ist ein anderer Typ, der mehr nach vorne geht. Ich war ja so mehr eigentlich so hinten, Abfangjäger. So habe im Mittelfeld den Abfangjäger gespielt, der für die anderen, ich sag mal, Drecksarbeit gemacht. Es war für mich keine Drecksarbeit, weil ich habe es ja gern gemacht, sonst würde ich es ja nicht sparen. Na, aber du hast dich auch für die Mannschaft so ein bisschen aufgeopfert für die Mannschaft. Genau. Wir haben dein Tor gegen Neapel natürlich aus dem Archiv gekramt. War damals ein wichtiges Tor. Hinspiel 1-0 gewonnen. Rückspiel hast du in Neapel getroffen. Ja.
Wie war das für dich, da dieses Tor zu erzielen, wenn du da nochmal zurückdenkst an diesen Moment? Ich habe es ja so lange nicht mehr gesehen, aber wo ich es gesehen habe, also sind dann nochmal so Erinnerungen hochgekommen. Es war ein richtig schönes Gefühl, als 1-0 zu schießen und eine Runde weiterzukommen. Und dann, dass ich es noch gemacht habe, war so umso schöner. Ne? Das vergisst man halt nicht. Das ist so. Man erinnert sich immer wieder gerne an solche Momente mit Sicherheit zurück. Ja. Wir haben eine spezielle Rubrik, die heißt Fragengeballer. Die würden wir jetzt gerne mit dir einfach durchziehen. Okay. 90 Sekunden lang stelle ich dir schnelle Fragen, du gibst schnelle Antworten und wir zählen dann die Antworten. Und da kannst du quasi in eine Challenge treten mit den anderen. Oliver Glasner zum Beispiel hat, glaube ich, 11 oder 12 richtige oder 12 Fragen beantwortet. Und insofern kannst du dich da in diesem Kosmos so ein bisschen einsortieren. Wir starten das Fragengeballer jetzt. Fragengeballer mit Ralf Falkenmaier. Dein bester Freund damals im Eintracht-Team? Chabot. Deine größte Qualität? Meine Qualität, Mannschaft, für die Mannschaft da zu sein. Wer war dein Idol? Idol damals, ganz früher, Franz Beckenbauer. Wer war dein bester Gegenspieler ever? Bester Gegenspieler? Karl Rummenigge. Die Eintracht landet in der Bundesliga am Ende auf Rang? 4. Dein Lieblingsgericht? Spaghetti. Dein schönster Tag deines Lebens? Mit meiner Familie, also wo ich es kennengelernt habe. Welches Lied singst du am liebsten? Es gibt viele Lieder. Okay, wo singst du am liebsten? Zu Hause. Zu Hause. Die Eintracht ist ein besonderer Club, weil? Weil sie außergewöhnlich ist. Makoto Hasebe ist? Ein guter Spieler. Der größte Fußballer aller Zeiten für dich? Messi. Frankfurts größter Fußballer aller Zeiten? Chabot. Dein Lieblingshobby? Meine Familie. Wohin ging dein letzter Urlaub? Wohin? Schon lange her. Im Garten. Im Garten. Die Eintracht-Fans in einem Wort beschrieben? Einfach super. Einmalig. Der beste Trainer, den du je hattest? Jörg Berger. Welcher Eintracht-Spieler ist am ehesten mit dir vergleichbar? Rode. Dann sind wir bei 17. Das ist eine Menge. Gratulation, sehr gut. Fragengeballer, 17 richtige Antworten, beziehungsweise Antworten. Ich weiß nicht, was ich mit dem richtig habe. Weiß nicht, von Ralf Falkenmaier, die waren alle richtig, denn du hast sie gegeben. Vielen Dank dafür. Wir schauen noch gemeinsam auf das Spiel und den Schiedsrichter, der heute diese Partie leiten wird. Sein Geburtsort gefällt den meisten Frankfurter Fans nicht oder sein Ort, in dem er wohnt, das ist nämlich Rostock. Ja? Bringt sicher ungute Erinnerungen hoch. Wollen wir nicht drüber reden an früher, aber 15 Mal die Eintracht gepfiffen. Es gab nur 3 Niederlagen für die Frankfurter. Einmal gegen Bremen war er Schiedsrichter. Und da gab es ein 2:2 Unentschieden. Das Spiel heute um 18.30 Uhr bei 10 Grad. Das sind die Wetterbedingungen. Bisschen bewölkt in Frankfurt. Und wir haben natürlich für euch folgendes Programm vorbereitet. Den ganzen Tag über auf Eintracht TV und unseren Kanälen. Die Busankunft auf Instagram 17.10 Uhr. Die Aufstellung mit Timo Hardung um 17.30 Uhr, Stunde vor Anpfiff. Eintracht FM heute mit Dragoslav Stepanovic. Lebe geht weiter und um 18.30 Uhr fängt das Spiel dann an. Live auf Sky, danach im Real Life bei Eintracht TV. Und die Reaktionen gibt es dann auch bei uns. Die nächste Matchday-Show wird es geben mit Maurizio Gaudino, wie vorhin angekündigt, dann am Dienstag gegen Neapel. Ralf Falkenmaier, vielen Dank für deinen Besuch. Abschließend einen Tipp, wie geht's heute aus? 2-1 für Frankfurt. 2-1 für Frankfurt, das nehmen wir, das ist gekauft. Wir wünschen dir alles Gute, auch Dankeschön. Für die Zukunft. Danke für deinen Besuch und ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Macht's gut.